Nicht auf den Platz rennen. Ja, du warst etwas zu, Alter. Der hat auch ein paar Resonanzen. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ne? Ja, jo. Ob wir uns vielleicht noch irgendwie vorher irgendwas steppen. So weit haust man ja nicht auseinander. Nee, eben. Allerdings hast du dann den Zaun so wie hier und da wo Gras ist, dahinter ist ein Weg und da kommen Bäume. Du hast die schönen Riesenstadt ab hier. Du kannst dann quasi nur liegen, wenn das meiste ist. Die Bäume, die hier stehen, da kannst du da noch ein bisschen umfliegen. Nach dahin darf man nicht mehr so viel, weil die anderen Bäume alle angemacht haben. Und wenn ganz doof ist und du stehst draußen und der fliegt so rum. Ich hab das nicht viel angekommen. Mit meiner Effektkeit bin ich geflogen, hast du abgedriftet und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und dann hörte ich immer von hinten links rufen. Gib ein bisschen Gas, links, der oder links, ich mach's rechts. Akku zu leer gemacht, rum, links, rum, ich muss gesehen. Haben sie rum. Ich hab gleich reagiert, weil die Mittel entgemerkt hat. Und dann war wieder, dann steht sie. Da ist sie ja, alles klar. Danke, jo! Heutzutage ist es gar nicht mehr einfach, da sind manchmal zu viele Länder irgendwo hinzufügen. Weil dann viele Ortschaften sind und wenn du dann so Verbrenner hast oder so, bei uns ist das ja nicht erlaubt, Elektro, weil wir zu nah dran sind. Und selbst da, wenn du da einen schnellen Flieger hast und dann eine Art laut gehst, dann würde ich Verbrenner fliegen, theoretisch. Aber das ist dann schon gut, wenn wir alle nur Elektro fliegen dürfen. Dann kommt man jetzt gar nicht in Gefahr reinzulaufen, dass man auch einen Verbrenner braucht als Verbrenner. Weil wenn andere das fliegen, dann willst du das dann auch. Irgendwann gewöhnt sich an den Krach. Oder hast ein passendes Modell dafür. Oder der andere sagt, zu dem Flieger habe ich noch nicht genug, dass ich nicht so viel haben soll. Damit ich halt dafür noch eine Garage habe. Ja. Gut, dafür hätte ich den Platz bei uns nicht. Da brauchst du ja schon recht Auslauf. Ich hätte das ja schon mit dem Mustang machen können. Nicht, aber der Phantom. Den brauchst du hier unten. Aber hier ist das dann nicht. Ich habe jetzt mal mit dem Video geguckt, wo ich da mal rumgeflogen bin. Ein bisschen 800 Meter raus. Manchmal großen Bogen geflogen. Wenn aber bei uns ist ja schön flach, da hast du keinen Rücken hin. Du hast dann neben dem Schweißen oder Rücken hin. Aber du hast eben die Füße, wenn du nicht mehr so kannst. Du kannst das halt eben hier, da einen Hang, da hin. Und der Wind zieht da hoch, da wieder runter. Haben wir nicht. Das ist natürlich sehr einfach. Du kannst ja doch der Wind jetzt nicht mehr hin. Ja, mach das nicht, verlierst du nicht so wie Wald. Dann habe ich auch meine Familie. Die wollen noch mal Feinkapegeln machen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe die Kennen gesehen. Ja, ja.
Du musst bei Hartmut nochmal 2010 geworben. Ja, da waren einige doppelt und dreifach dabei. Du musst vielleicht nur noch hast du die alle dort hergefunden. Sind ja nicht alle hintereinander geflogen, weil dann sind wir hier ohne Kombat aus dem Kulis hintereinander geflogen. Ich hatte da noch meine Spitfire mit 21, die konnte ich dann sehen, weil es die einzige war. Lando! Das wird ruhig. Was jetzt? Abgeschüttet? Nee, Motor aus. Aber du hast noch. Meine hat so weit weg schlapp gemacht und wahrscheinlich so zusammengebrochen, dass nichts mehr reagiert hat. Wo bist du? Wo bist du? Da hin. Nee, du hast falsche Richtung. Komm mal her. Thomas, ich hab's Handy dabei. Du kannst mich dann unterwegs dahin leiten, wo ich hin soll. Ich wollte ja Bus grob. Nee, komplett ausgefallen. Wahrscheinlich da haben wir gut zusammengebrochen. Ja, wobei doch jetzt schon. Einmal nicht mehr. Ich habe die Nase runtergenommen. Würfel. Zum Testen. Das funktioniert dann auf die Wiese gefahren, wo wir früher mal kühlen durften. Und jetzt ist da ein Feld drauf, mit Mais und so weiter geht es dann nicht mehr. Und dann habe ich hingestellt und dann raus. Du kannst auch irgendwie ein bisschen machen und dann geworfen am Eierte ein bisschen und habe ich so, ah, fliegt ja wunderbar. Dann wollte ich in die Kurve, wollte zurück und Vogel. Boah, ist genau so. Jetzt los. Turm hat gewonnen. Wieso? Weil er am längsten fliegt. Ja? Ach so, und du fährst auch aus. Ach, das ist jetzt die Jubelrunde von Torben. Gut, dann renn ich mal los. Wenn der Klient ist, auf alle Fälle Sieger aller Herzen. Papa, ich komme.